In der Klinik am Südring steht der Meniskusriss eines 12-Jährigen auf dem OP-Plan. Kinderarzt Dr. Martin Flemming und Chirurg Dr. Karl Löwenberg wissen noch nicht, dass diese für Kinder untypische Knieverletzung eine sehr ernste Ursache hat. Ah, da ist der Tom. Hallo. Hallo, Tom. Bist du schon aufgeregt ein bisschen oder bist du schon ein bisschen müde? Tom, alles klar? Ja. Er hat so ein bisschen Rückenbeschwerden. Ja. Wahrscheinlich durch die Liege bedingt. Die ist ja sehr hart. Ne? Echt? Du bist hier in den besten Händen. An dem Meniskus wird jetzt eine Operation gemacht. Und wir versuchen, dass der ganze Meniskus, eben dass die Naht mit einer Naht da wieder fixiert werden kann, dass du danach keine Probleme hast. Dass er auch wieder Mittelstürmer werden kann. Ja, genau. Das ist auch ganz wichtig. Es kann halt bloß sein, dass du nach der Operation dich ein bisschen schonen musst. Wenn man das näht, diesen Meniskus, dann darf man nicht auftreten eine Weile. Tom, also ich wünsche dir erstmal was. Und du machst deine Sache hier gut. Das macht er immer. Natürlich. Versprochen. Und dann sehe ich keinen. Brauchen wir noch einen Gerd Müller, ne? Ja, genau. Ne? Dass du wieder Mittelstürmer wirst. Daran arbeiten wir. Und du dann auch. Also, alles Gute euch, ne? Ja, okay. Tschüss, tschüss. Junger Sportler, der auch weiterhin Fußball spielen will, aktiv sein will, sollte ein Meniskus, so wie wir es auch auf den Bildern gesehen haben, operiert werden. Bei älteren Herrschaften ist es häufig eine Verschleißerscheinung. Da kann man häufig konservativ auch abwarten und muss nicht gleich operieren. Bei dem Schüler konnte Dr. Karl Löwenberg den Meniskusriss in einer 40-minütigen OP erfolgreich beheben. Am nächsten Morgen sind die Eltern glücklich, dass ihr Sohn bereits an Krücken laufen darf. Schwester Leandra macht sich jedoch Sorgen über die andauernden Rückenschmerzen des Jungen und hat Dr. Flemming informiert. Hallo zusammen. Ah, guck mal. Hi, hallo. Schwester Leandra. Hi, hallo. Schwester Leandra. Na, Tom, alles gut? Dr. Flemming, hallo. Der Kinderarzt. Hallo. Wir haben uns ja schon mal gesehen, Tom. Das ist doch erfreulich mit dir. Und? Schmerzen? Also ich kann... Es tut weh, du nicht da rechts auftreten, vorsichtig. Ich sage auch gleich, warum du nicht mehr rechts auftreten darfst. Ja, pass mal auf, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal alle in das Behandlungszimmer. Okay. Du bist auf, du hüpfst eher auf dem linken. Ja. Habe ich dir auch Warte schon mal, gesagt, ne? Guck mal, ja. Ich habe eben extra gefragt, was sie ihm auch nicht zu haben, sehr tippen. So, jetzt geh mal, ich möchte das sehen. Ich will das jetzt auch guck mal hier, guck mal hier, gut, gut, gut. Bevor der Arzt die Eltern mit dem Rückenproblem ihres Sohnes konfrontiert, will er die Familie zunächst über den positiven Verlauf der Knie-OP informieren. Der Karl, unser bester Operateur hier, arthroskopisch hat das Knie gemacht und konnte zum Glück einen Riss mit einer Naht fixieren. Schön. Wir mussten nichts entfernen, also es wurde nichts entfernt. Der Meniskus steht und der wird auch wieder belastbar voll sein. Also aber kein bleibender Schaden, das heißt, es ist jetzt operiert und jetzt wunderbar. Ist so. Alles in Ordnung. Aber weil es diese Naht jetzt ist, darf sie nicht belastet werden. Also das ist erstmal klar. Aber jetzt kommt ja die Frage. Ja. Gestern hat er mit mir noch mal im Einleitungsraum gesprochen. Er klagt immer über den Rücken. Ja, das macht er bei mir auch ab und zu Hause. Also er sagt das immer mal wieder, dass er Rückenschmerzen hat. Aber jetzt war natürlich erst die Sache mit dem Knie und dann geht das andere so ein bisschen unter. Also irgendwie. Sag das dem Arzt nochmal, Tom, was du mir gesagt hast mit dem Ziepen. Also ich weiß nicht, das tut einfach richtig weh hinten so, wenn ich so sitze und so, tut das sehr weh. Ja, bei 13-Jährigen, also Kindern in der Adoleszenz, sind Rückenschmerzen sporadisch nichts Ungewöhnliches, weil leider die Kinder heute ja immer häufiger am Bewegungsmangel leiden. Aber chronische Rückenschmerzen sind doch bedenklich. Da muss irgendwas doch dahinter stecken und das muss bedarf einer relativ raschen, dann medizinischen, ärztlichen Abklärung. Schatz, weißt du, wenn du alle drei Tage kommst und sagst, ich habe Rückenschmerzen, gehst du dann auf dein Zimmer, dann kann ich dir auch nicht helfen. Hat die Mama recht. Ja. Ich muss das doch wissen. Ja, ich meine, dass der Papa hart ist, das ist ja klar. Aber ich kann doch dann. Der Junge, der ist ja schon jetzt ein Jahr eben halt im etwas dicker am Werden. Also ich glaube dann doch, dann vielleicht mit Diät und dass er was dann ein bisschen mehr Diät Sport jetzt? Machen soll. Ich koche doch gut mit Gemüse und weiß ich gut vielleicht, was du da immer auch für dein Training haben willst. Jetzt komme ich auch auf Diät. Nee, jetzt bin ich nicht mehr entspannt. Ich dachte, das Knie ist jetzt gut und jetzt kommt also aus der Rückensache nachher was, was ich übersehe. Sie haben recht. Also der eine will ein bisschen Diät, sie kochen mit Sicherheit gut. Bei Ihnen würde ich wahrscheinlich auch so ein bisschen kräftiger noch werden, aber das Grundproblem ist wahrscheinlich hier was am Rücken. Und ich glaube, dass auch die Zunahme damit zusammenhängt.
dass der Rücken nicht mehr richtig funktioniert, er nicht mehr aktiv ist, weil er Schmerzen hat. Und deswegen gucke ich mir jetzt mal deinen Rücken noch mal an. Die Eltern des 12-Jährigen hoffen, dass Dr. Fleming ihnen Entwarnung gibt. Doch den Gefallen kann ihnen der Kinderarzt nicht tun. Er erkennt Veränderungen an der Wirbelsäule. Also, wir kommen nicht weiter. Ja. Ich muss da eine Röntgenaufnahme machen. Soll ich mal anrufen? Und ja, bitte. Ja. Ist das so dringend jetzt, dass man da jetzt auch einen dicken Röntgenbild machen muss? Möchtest du das jetzt gleich haben? Machen wir bitte gleich. Gehst zum Röntgen. Mit den ganzen Röntgenstrahlen. Ja, da kriegt ihr einen schönen Schutz. Also da brauchen Sie. Das ist so wie einmal fliegen mit der Lufthansa nach. Ja, wissen Sie, das ist mein einziges Kind. Da möchte man auch alles irgendwie. Daran kann man aber noch arbeiten, oder? Ja, meine Frau ist da so direkt bei unserem ersten Kind. Und ja, aber du bist ja ein besonderes Kind. Bist du ja auch. Ja, ja. Und er ist auch gut und den kriegen wir hin. Richtig. Und jetzt gucken wir uns den Rücken mal an, dann im Röntgenbild. Weil ich vermute, dass da eine Schiefstellung in der Wirbelsäule ist, im Bereich unten im Lumbosakralbereich, also in dem tieferen Bereich. Nicht im Rückenbereich, sondern im tieferen Bereich. Martin, ich will dich ungern unterbrechen, aber wir können jetzt sofort runter. Wenn, dann würde ich Ihren Sohn eben schnell mitnehmen. Wunderbar. Wenn Sie noch Fragen haben. Ja, und wir reden noch ein bisschen dann über das, was ich so vermute. Ihr geht runter. Obwohl ich mich immer sehr ungern unterbrechen lasse. Weiß ich doch. Also von Toms Eltern hatte ich einen sehr guten Eindruck. Die waren sehr besorgt und haben auch sehr viel gefragt, was immer was Gutes bedeutet, weil sie gerne aktiv daran teilhaben möchten, dass es ihrem Sohn wieder besser geht. Am Rücken stimmt, glaube ich, was nicht. Ich glaube tatsächlich, dass der Rücken unten etwas verbogen ist. Das nennt man Hochdeutsch Skoliose. Ja, okay. Toll, weil du immer so trainierst mit den Kindern. Nein, ich habe das wirklich ein paar Mal gesagt. Und dann stellst du ihn einfach jetzt ins Tor. Ja, aber was soll ich denn machen? Ein bisschen weniger, der ist 12, ein bisschen weniger. Jetzt hat er den Rücken kaputt davon. Weißt du, wie lange soll er das denn noch mit sich rumtragen? Ja, aber du musst dich auch verstehen. Wie gesagt, ich habe früher Fußball gespielt und jetzt, ich bin so ein bisschen. Das ist das Streitthema immer, weil es immer mehr, ne? Immer geradeaus. Du sollst kein Profispieler werden. Ich bin ja auch Verhaltenstherapeut, ich mache alles hier. Nein. Aber ich muss mir erst mal was sagen, weil da prallen ja jetzt die Welten zusammen. Sie wollen, ne, der Sportler, die Mutter. Richtig. So, er steht dazwischen. Im Augenblick ist es sicherlich, müssen wir abwarten, was der Röntgenbefund jetzt sagt. Okay. Ich vermute ja nur etwas, ich weiß es noch nicht. Wenn am Rücken tatsächlich da ein leichtes Problem ist, werden wir sehen, was wir machen müssen. Eine Skoliose heißt ja eine Schiefstellung, dass die Wirbelsäule nach links, nach rechts oder nach vorne hin etwas aus der Bahn geraten ist, weil die Muskeln auch falsch ziehen. Und deswegen wäre jetzt sicherlich in der Phase starkes Training fehl am Platze. Okay, aber das besprechen, aber genau, vertragt euch, ihr habt nur ein Kind und beide wollen das Beste. Natürlich will ich das Beste für mein Kind. Ihr auch. Ich ja eigentlich auch, ich bin aber der. Weiches und Hartes gehören im Leben immer zusammen und ihr ergänzt euch wunderbar. Ich finde das toll, wie ihr beide hier. Ihr macht das schon. Ich bin auch nervös. Das liebe mein Kind und ich möchte das Beste für meine Frau ist da immer so ein bisschen emotional. Und ist auch gut, das freuen sich, dass sie so eine. Ja, doch, ich bin schon froh, dass ich sie habe. Die Reaktion der Eltern waren total verständlich. Sie waren völlig aus der Bahn geworfen, weil sie ja befürchteten, dass jetzt was sehr Schlimmes auf ihren Sohn zukommt, als ich das Wort Skoliose oder Verbiegung der Wirbelsäule angebracht hatte. Kann man ja sehr nachvollziehen. Die Mutter auf ihre Art und Weise mit mütterlicher Schutzfunktion und der Vater sah die Karriere seines Sohnes relativ schnell gefährdet. Jetzt müssen sich die besorgten Eltern in Geduld üben, bis die Röntgenaufnahmen ihres Sohnes ausgewertet sind. Schon eine Stunde später kann Dr. Fleming der Familie die Ergebnisse mitteilen. Dafür hat er Anschauungsmaterial vorbereitet. Die Bruns. Ich habe den Onkel Doktor mitgebracht. Ja. Und der hat jetzt was. Oha. Was Gutes und was nicht ganz so Gutes. Jetzt kommt die Frage, was wollen Sie zuerst hören? Nein, machen wir mal nicht so. Ja. Also der Tom hat tatsächlich, was ich vermutet habe, eine leichte Skoliose. Zum Glück eine leichte. Das heißt, jetzt kommt es an dich. Es hängt von dir ab, wie gut du jetzt dagegen arbeitest. Du kannst jetzt ja noch nicht alles machen, weil das Knie erstmal geschont werden muss. Aber du kannst in der nächsten Zeit, müssen wir relativ flott mit Physio. Therapie, Krankengymnastik beginnen. Ganz wichtig. Ganz wichtig? Genau, ganz wichtig. Ja. Warum? Wissen Sie auch als Sportler, die Bauchmuskulatur, die Rumpfmuskulatur muss gestärkt werden. Vielleicht damit, damit
die Schiefstellung möglichst schnell von alleine weggeht. Und da musst du mitmachen. Ganz starkes körperliches Training ist ja eh jetzt nicht möglich. Nee, aber Gymnastik ist möglich. Okay. Und wenn du da nicht gut mitmachst, doch, da achte ich drauf, dann kommt nämlich das, was die liebenswerte Schwester mitgebracht hat. Dann kann es sein, dann muss. Ja. Das ist ein Korsett, Ein Korsett. Kann sein. Das ist aber ein Scherz, oder? Nein. Nee? Wenn das nicht jetzt gut anspricht oder wenn er nicht genügend gut übt, zu Guck Hause, mal, kannst du dir auch mal angucken, mit der Krankengymnastin oder dem Krankengymnastin, dann ist das der zweite Schritt in der Behandlung. Ja? Und das ist halt echt unangenehm zu tragen. Und damit bist du echt eingeschränkt körperlich. Und möglicherweise auch Tag und Nacht. Also ein Skoliose-Korsett macht man ja nur dann, wenn die radiologische Vorgabe es erfordert. Das heißt, wenn ein gewisser Winkel der Verdrehung, der Verbiegung überschritten wird und man dann durch Krankengymnastik allein das Problem nicht mehr beheben kann, was für Kinder, eben weil sie auch meistens 24 Stunden getragen werden müssen, äußerst unangenehm ist und beschwerlich ist. Hier, diese, was hier im rötlichen Bereich ist, das ist die Lendenwirbelsäule. Ja. Und da ist es tatsächlich so, dass hier eine, hier ist es ja gerade, es eine so leichte Verschiebung in diesem Bereich hier ist. Und dadurch, zur Seite. Zur Seite und dadurch geht er schief und dadurch hat er vielleicht auch diese Schmerzen. Hat er, Schmerzen? Weil mit der Zeit der Muskel falsch belastet ist, dann schont er sich, um dagegen zu arbeiten. Dann kommt er in die Schiefstellung. Die Schiefstellung bewirkt wiederum falsche Muskelarbeit. Ja. Falsche Muskelarbeit geht langfristig auf ein Gelenk. Ja. Und wenn dann so eine blöde Bewegung kommt, wie beim Torwart beim Rauslaufen, dann kann es passieren, dass der Druck zu groß wird und der angeschlagene Meniskus reißt. Okay. Dazu kommt noch das Gewicht. Ja, was dann auch aufs Gelenk drückt. Ja, aber also da hat es angefangen jetzt kann ich ja gar keinen Fußball mehr spielen. Wer sagt das denn? Ja. Wir brauchen Mittelstürmer. Das ist sogar gut. In Hamburg ganz viele. Bewegung. Warte mal ab, du kannst wieder. Du musst jetzt arbeiten an dir, dass dein Rücken stabil wird. Die Rückenmuskulatur muss gut werden. Die Bauchmuskulatur, der Zügel muss gut werden. Damit du in eine gerade Grundposition kommst. Dann hören die Rückenschmerzen auf, du nimmst ab. Okay, und du kannst dann wieder schneller wetzen und dann bist du irgendwann wieder Mittelstürmer. Und die Figur hast du zum kräftigen, guten Mittelstürmer. Ja, wir Torwart haben wir genug in Deutschland. Stürmer brauchen wir. Ne? So, Vater. Jawohl. Aufs Bett. Okay. Das will ich. Ne? Wir müssen hast du jetzt wieder vor? Ich zeig mal Übungen, die Tom machen kann zu Hause, bevor er jetzt auch in die Krankengymnastik kommt. Müssen wir gleich nur ein neues Bett rein. Schuhe aus? Ja, nein? Ja, logisch. Okay. Aber jetzt mal bitte richtig rannehmen hier, damit du mal siehst, was du immer mit den Kindern machst. Das ist zu hart. Ach, mein Schatz. Kopf oben, Beine unten. So, Papa. So, kannst du sehen? So, pass auf, Vater, liegt. Jetzt, ich halte dir deine Übungen, fest. Jetzt gut zugucken. Leichter Sit-up. Guck mal, wie gut das war. Höher. Ja, noch ein bisschen. So, das sind Übungen. Und immer den Bauch genau und das den zeigt er euch. So, das ist eins. So. Umdrehen, Kniestand. Das ist eine Übung, die macht ihr beide. So, auf die Knie, auf die Knie, hoch, auf die Knie. Jetzt wäre die Übung, linken Arm nach vorne strecken und dazu das rechte Bein nach hinten strecken. Das geht hier mit dem Bett schlecht. Ja, aber verstanden. Alles klar. Ja? Also, okay. Eigentlich ist das eher selten, dass wir Patienten oder auch Angehörige, ich sag mal, missbrauchen, bestimmte Übungen vorzuführen. Aber es hatte sich einfach so angeboten, da der Vater ja auch der Trainer seines Sohnes war. Und ich denke, dass er auch eine gewisse Vorbildfunktion übernimmt und das in dem Fall einfach das Beste war. Also sehen Sie dann da auch keine Probleme jetzt in der Zukunft, dass er wieder als Stürmer arbeiten kann? Der ist ja noch jung. Das ist unmöglich, immer. Ja, das ist so. Aber das guck ihn an. So. Ja. Der Papa. Aber das regelt ihr jetzt zu Hause. Er ist auf dem Weg und ich bin weg. Tschüss. Okay. Der Schüler konnte schon am nächsten Tag die Klinik verlassen. Nachdem sein Knie verheilt war, hat er sofort mit Krankengymnastik begonnen. Durch die Kräftigung der Muskulatur wurde seine Wirbelsäule entlastet, so dass er auch in Zukunft kein Korsett tragen muss.